Hallo, mein Name ist Jaro Reiser. Ich bin eigentlich der Gründer und Erfinder von Hiking Days. Und an dem Platz da hat die ganze Geschichte ein bisschen mit begonnen. Entstanden ist das aus ersten Pilgermärschen und Wallfahrten. Und dort ist die Idee entstanden, Coaching und Beratung zu verbinden mit Natur. Und das war eigentlich der Beginn. Und da an dem wunderbaren Platz, so nahe an der Stadt, mit Übersicht, da haben wir eigentlich gestartet. Und aus dem ist dann im Laufe der Zeit Hiking Days entstanden und wir machen Beratung, Coaching und verbinden das mit Natur. Wo sind wir da jetzt? Da sind wir jetzt auf der Berchtoldsdorfer Heide. Die ist teilweise geschützt, weil es da noch eines der letzten wildlebenden Zieselpopulationen gibt. Und ich finde den Platz ganz unglaublich schön. Erstens ist er leicht erreichbar, direkt in Stadtnähe, und die Aussicht ist wirklich fantastisch. Man kann das ganz schnell erreichen, also das ist auch für zwischendurch ein ganz, ganz toller Platz. Und das ist eine super Sache, da einfach bevor wir jetzt da im Wald gehen und im Wienerwald verschwinden, noch einmal ganz kurz stehen zu bleiben, zurückzublicken und einfach die Aussicht genießen. Ich habe eigentlich so eine ganz klassische Management-Karriere gemacht. Und da stellt sich irgendwann in der Mitte des Lebens für viele die Sinnfrage. Und die habe ich mir auch gestellt. Mhm. Und habe ich mir überlegt, was ich wirklich gern mache, was mir wirklich wichtig ist. Und da bin ich drauf gekommen, es gibt zwei Dinge, das ist mit Menschen zu arbeiten und in der Natur sein. Mhm. Und dort war es eigentlich ein relativ kurzer Weg dann, die zwei Dinge zu verbinden. Und als, ich will jetzt nicht sagen Job, aber eher als Berufung, das Ganze dann durchzuführen. Und ab dort hat sich das eigentlich entwickelt. Also es war ein bisschen Entwicklungsprozess. Man sagt sogar in der Branche, dass der Begriff Coaching zum Containerbegriff quasi verkommt oder verkommen ist. Er kommt eigentlich aus dem Sportbereich und noch früher aus dem Universitätsbereich in Amerika, wo ein Coach einen Studenten oder mehrere Studenten einfach begleitet hat. Dann ist er im Sportbereich bekannt worden und da kennen ja die meisten kennen den Namen daher. Und dann hat er einen Verlauf genommen, wo immer mehr zum Coaching-Thema geworden ist. Heute tun wir ja Bekleidung coachen, Benehmen coachen, Pferde coachen, Hunde coachen. Und das ist gut und nicht gut. Gut ist, weil der Begriff sehr weit mittlerweile ist und er hat, was auch ein Vorteil ist, er hat nichts mit Krankheit zu tun. Also wenn du einen Coach hast, dann ist das immer noch was Positives, was Sportliches, was Zukunftsorientiertes. Therapeut ist eher mit, sage ich mal, irgendeiner Diagnose belegt. Nicht gut ist, weil es einfach irrsinnig viele Coach gibt, die selbsternannt durch die Lande laufen und irgendwas coachen. Und darum kann man nur jedem empfehlen, schau dir gut an, was hat der für Ausbildung, was hat der gemacht. Und es gibt mittlerweile ganz tolle Ausbildungen. Man kann Coaching im Organisationsentwicklungsbereich akademisch studieren. Und da muss man einfach aufpassen und schauen, entweder hat der tolle Referenzen, wo hat er seine Ausbildung her. Und gerade Wien hat da einige sehr bekannte Schulen, die sogar international ganz bekannt sind. Vielleicht ist noch ein wichtiger Input, dass im Augenblick gibt es einen Trend, dass man seriöses Coaching und Organisationsentwicklung auch wirklich in großen Unternehmen einsetzt, teilweise auch in die Unternehmensorganisation integriert. Und immer mehr Top-Führungskräfte stehen auch dazu. Es wird, glaube ich, wieder so werden wie zur Jahrhundertwende. Da war es absolut hip, dass man seinen Therapeuten gehabt hat. Und ich glaube, die Zeit wird kommen, dass man sich einfach einen Coach leistet. Das ist übrigens auch mit einer der Gründe, warum Top-Führungskräfte kaum vom Burnout bedroht sind.
weil die haben sich das schon seit Jahren und Jahrzehnten organisiert, sondern es ist eher Thema des mittleren Management und natürlich alle, die sehr belastet im Berufsleben stehen oder auch im Privatleben, in Krankenhäusern und, und. Aber das Top-Management hat immer schon Coaches gehabt. Also der Begriff, sage ich mal, lebt im Moment, glaube ich, positiv auf und man muss einfach gut schauen. Es ist interessant, es gibt eigentlich relativ wenig Studien, was passiert mit dir psychologisch und physiologisch, sobald du in die Natur gehst. Da gibt es zwar ungefähr 200 Abstracts aus Amerika und in Deutschland gibt es auch Institute, die sich mit dem beschäftigen, aber es ist eine relativ junge Wissenschaft. Und was die herausgefunden haben, das ist, es passiert eine ganze Menge und es ist ganz egal, ob du das willst oder nicht, es passiert. Das ist, du hast physiologisch einfach durch das Bewegen in der Natur, durch Grün, die Farbe Grün, hast ganze Menge Effekte. Du wirst ruhiger, der Blutdruck sinkt, der Stress nimmt ab, du kannst dich wesentlich länger konzentrieren. Und die haben herausgefunden, dass psychologisch eine ganze Menge passiert. Und das sind Themen, die wir bei Hiking Days auch mit kleinen Studien, weil große können wir uns nicht leisten, aber mit kleinen Studien hinterlegen. Und da haben wir jetzt auch schon Kollegen geschafft, zum Beispiel vor der Doppelklinik in Salzburg gefunden, um festzustellen, was passiert da genau, wenn man Coaching in der Natur macht. Und das hat ganz tolle Effekte. Was macht die Natur mit dir? Beispiele. Wenn du in die Natur gehst, dann hast du das Gefühl, dass du in einem sehr offenen, großen Raum bist. Das heißt, deine Gedanken werden weit und groß. Und das hilft zum Beispiel beim Coaching, dass man auf vielleicht mehr Lösungen kommt, als in einem Standard-Setting. Man sollte einfach draußen Spaß haben. Wendet man ganz viel an, zum Beispiel in Form von Lach-Yoga. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte mit ganz vielen positiven Nebeneffekten, Sauerstoffaufnahme und so weiter und so fort. Also es hat, kennt jeder, wenn du herzhaft gelacht hast. Und es hat einen ganz, ganz großen Vorteil, kannst du selber mal probieren, lach und denk an ein Problem. Es geht nicht. Das ist der große Vorteil vom Lach-Yoga. Du kannst an kein Problem denken, wenn du wirklich herzhaft lachst. Ja. Und sowas kann man in der Natur natürlich toll machen. Diese Welle und die vielen Glücksbücher, Tausende, die es gibt, und die Methode, sich alles positiv zu denken, macht dich langfristig nicht glücklich. Und man ist, der Seligmann sagt da zum Beispiel, Glück ist ein unglückliches Wort. Und zwar deshalb, weil es einfach zu wenig ist. Es ist schon richtig, dass man überwiegend, man ist draufgekommen, das Verhältnis sollte vielleicht 3:1 sein, positive Gedanken haben. Aber es hat jeder irgendwann negative Gedanken und die gehören einfach auch dazu. Und das ist auch absolut okay so. Und warum man sagt, Glück ist ein unglückliches Wort, das ist, weil ein paar ganz wesentliche Elemente bisher vergessen worden sind. Und da ist eines zum Beispiel, du brauchst ein Ziel. Man sagt, ein Ziel, das ein bisschen größer ist wie du selbst. Und solche Ziele zu haben und zu verfolgen, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Oder ein anderes Element ist, sei Teil von irgendwas Größerem. Also das heißt, arbeite sozial irgendwo mit, mach irgendwas, was wirklich was Großes ist. Und das sind lauter Elemente, die man früher in der Glücksforschung und in den tausenden Büchern, wo man sich positiv alles denkt, nicht berücksichtigt hat. Das ist eigentlich der aktuelle Stand und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es war der Grund, wie gesagt, warum man gesagt hat, Glück alleine ist zu viel Emotion, das langfristig auch funktioniert. Mhm. Genau, es geht vielmehr um ein gelungenes langfristiges Leben, um ein positives, also nicht so sehr ums kurzfristige Glück. Aber wie gesagt, das, was ich da jetzt gerade erzählt habe, das ist nicht ein bisschen Gefühl, sondern das sind Dinge aus dem Zweig der positiven Psychologie,
die von verschiedenen Wissenschaftlern auch wirklich untersucht sind, mit Studien hinterlegt etc. Also das versteht sich schon als ernsthafte Wissenschaft, weil die Psychologie ist hart drauf gekommen, dass es gut wäre, dass man sich vielleicht auch mit gesunden Menschen beschäftigt, damit sie gesund bleiben. Ja. Und nicht erst, wenn es dann irgendein Problem gibt. Das ist immer bei den, wir machen ja so kurze Wanderungen, vielleicht einen Nachmittag in der Nähe von Wien, wo wir dann einfach schwerpunktmäßig Themen anschauen. Und ein ganz spannender Moment ist immer die Frage, wie weit jeder glaubt, dass er für sein Glück auch wirklich selbst zuständig ist und verantwortlich ist. Aber man ist in etwa draufgekommen, dass zwischen 10-20% vorbestimmt sind, aus deiner Familie, genetisch, Veranlagung etc. Dann sind ungefähr, je nachdem, nehmen wir jetzt die 20%, bleiben 40 über, das sind deine Lebensumstände, und 40% ist Wille. Aber Lebensumstände und Wille beeinflusst du selber. Das heißt, der Großteil, ob es dir gut geht oder nicht, hast du schon selbst in der Hand. Wir sind jetzt gegangen von Wien weg, Berchtoldsdorfer Heide. Dann kommt ein Berg, der heißt Paraplüberg. Und dann geht der Weg eigentlich immer gerade weiter, kann man sich kaum verirren, Richtung Sittendorf, ist auch wunderbar beschildert. Und das ist der klassische Start vom Wiener Wallfahrerweg und von der Via Sacra, also den es schon seit Jahrhunderten als Wallfahrtsweg gibt. Und das ist vielleicht auch noch ein spannender Punkt. Wir nutzen diese tollen Wege, die haben ja alle was, aber nicht im religiösen Sinn, sondern wir nutzen sie einfach in einer modernen Form. Aber es sind wunderschöne Wege und wie man da sieht, stehen auch schöne Gebäude, schöne Aussichtspunkte und das nutzen wir einfach. Was ist das da? Das ist jetzt vor dem Stift Heiligenkreuz. Ist das einfach ein Kreuzweg, der zum Stift dazugehört. Und wir werden es dann oben sehen, das ist auch nett, weil man quasi ins Stift jetzt so von oben reingeht und dann geht man in den Klostergasthof. Und dann besichtigt man Stift, was auch wirklich wert ist. Viele wissen nicht, was da für ein tolles Stift ist. Gibt es tolle Führungen und so, ist wirklich interessant.